Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir haben jetzt etwas Lustiges vor uns, nämlich nicht Lichjagd. Das wird spaßig. Zum Glück haben wir dein Gepäck ist voll. Ja, das sollten wir verkaufen. Haben wir gerastet eigentlich? Ja. Ein Kettenhemd plus 2, das kann verkauft werden. Bolzen plus 2 können auch verkauft werden. Und ein Stab der Blitze, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Mit den Stäben, die wir hier haben, sind wir gut bedient. Ja, Hira trägt die ganzen Tränke mit sich rum. Also ja. Ja, und Keldon ist auch ganz schön voll beladen wieder. ETW minus 2, Trigger hat Resistenz gegen magischen Schaden. Das hat aber auch ETW minus 4, ja. Gut. Machen wir mal kurz noch einen Quicksave und dann geht das Buffen mal wieder los. Ich warte auf euren Befehl. Schwerter statt Wörter. Habt ihr einen Plan? Okay, okay. Ich helfe, wo immer ich kann. Fragt nur. So. Gerechte Magie. Ja. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Was kann ich tun? So, als nächstes Stärkung. Schutz vor dem Bösen. Und dann brauchen wir noch eine Verteidigungskoordination. Muss ich noch finden. Das da. Ich bin bereit. Ach ja, und ich's vergesse. Furchtbar. Aber auch Zeit. Und vielleicht noch ein Segen. Versucht euer Glück mit Frau Tim. So, speichern. Wir sind super gebufft. Keine große Herausforderung. Und dann geht's rein da. Lange ruhte ich in der Halle unterhalb der alten Stadt. Lange ruhte ich in Frieden. Eure Störung will ich ungestraft bleiben. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ah ja, du nimmst mal die Sachen da raus und schießt mit. Auf geht's. Hä? So, jetzt aber. Und er ist tot. Führt mich an, mein Freund. Jawohl. Wie ihr wünscht. Können wir nicht identifizieren, nicht identifizieren, nicht identifizieren. Schade. Und sein Sarg ist leer. Ist was los? Verstanden. Gucken wir, ob an seiner Truhe eine Falle ist. Scheinbar nicht. Da ist allerdings ein Langschwert.
Ich warte. Nun gut. So, den ersten Lich haben wir tot. Was immer ihr wünscht. Das heißt, wir können in unser Tagebuch gehen. In die persönlichen Einträge. Ja, so kann ich das editieren. Ich kann den ersten Lich rausnehmen. So. Im Brückenviertel ist noch einer und im Tempelbezirk. Ist die Frage, welchen von beiden wir zuerst machen sollen. Wahrscheinlich den im Brückenviertel. Ja, wenn ihr es bei mir ist das Bier billig. So rasten wir hier einmal als Bauern. Versucht euer Glück mit Frau Timora! Wenn es das ist, was ihr wollt. Verlassen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Taverne mitten in der Nacht. Unsichtbarkeitsring. Besondere Fähigkeit. Der Trick ist, solange unsichtbar, bis er angegriffen wird. Um wieder unsichtbar zu werden, muss der Ring nach einem Angriff abgenommen und wieder angesteckt werden. Ist nicht sehr nützlich. Tagesstern. Tagesstern Sonnenklinge. Ob die Klinge speziell für den Einsatz der treuesten Diener Torms erschaffen wurde oder irgendwann in der langen Geschichte der Kirche diesen Zweck zugeführt wurde, ist im Nebel der Zeit verloren gegangen. Auf jeden Fall haben die Paladine vom Orden des Heiligen Zorns, der Loyalitätsstreiter, das Schwert Tagesstern, der loyalen Streiter, das Schwert Tagesstern in ihrem Kampf gegen böse Untote oft sehr effektiv eingesetzt. Magie oder ein mächtiger Segen haben der Waffe die Fertigkeit verliehen, den Zauber Sonnenstrahl einzusetzen. Dabei wird eine starke Energie von der positiven Ebene kanalisiert, die sowohl lebende Wesen als auch Untote vernichten kann. Besondere Fähigkeit, einmal täglich Sonnenstrahl, 3W6, bestimmt dem Opfer einen Rettungswurf gegen Zauber, wird es für 10 Sekunden geblendet. Untote erleiden zusätzlich 1W6 Schaden, die Stufe des Zaubernden und müssen einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder werden vernichtet. ETW -2, -4 gegen böse Kreaturen, Schaden, +4 gegen böse Kreaturen, doppelter Schaden gegen Untote. Also +8 gegen Untote. Oder doppelter Schaden, nachdem ausgerechnet wurde. Das wäre dann also gegen böse Untote wie Lichs, wäre das 3-10, 7-14, 14-28 Schaden. Zepter des Schreckens. Besondere Fähigkeit. Nach einem Treffer muss dem Opfer ein Rettungswurf +4 gegen Zauber gegenliegen oder es flieht voller Panik 4 Runden lang. Ja, ein Zepter wird wie ein Kampfstab +3 geführt. Das heißt, ich könnte den theoretisch immer umgeben. Den da verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Die drei muss ich noch identifizieren. Ja. Ich warte. Keine große Herausforderung. Die Brücke. Hier unten muss das eigentlich gewesen sein, irgendwo. Hier kommen wir nicht rein. Da waren wir drin, da sind wir dem Kindermörder begegnet. Da ist ein Helmtempel.
Was war hier eigentlich? Die Tür ist nämlich noch zu. Achso, das Geschäft des Gerbers ist hier. Nee, das ist da oben. Ah, was war hier drin? Hier war auf jeden Fall, ja. Hier ging's runter zum Lich. Was möchtet ihr? Erzählt mir nur davon. Ich weiß aber immer noch nicht, wo man das eine Horn nochmal herkriegt. Dass ich die ganze Zeit am Suchen bin. Nun gut. Ich weiß, es war nützlich, das Horn. Was immer ihr wünscht. Aber hier drin war es nicht. Wenn ihr es wollt, fragt nur, natürlich. Ich habe nämlich mal nachgeschaut und es scheint irgendwo im Brückenviertel zu sein. Es war aber auf jeden Fall nicht der Helmtempel. Nö. Und ansonsten, das ist das verfallene Haus. Das ist es nicht. Schenke, Geschäft des Gerbers. Und an allen anderen Orten waren wir eigentlich schon drin. Nur, dass die Tür zu ist, macht mich gerade stutzig. Da müssten wir normalerweise da unten raus und da oben reingehen können. So, die lassen wir in Ruhe. Wir wollen nach unten. Was möchtet ihr? Und hier ist noch ein Eingang. Keine große Herausforderung. Ach super, das ist der Eingang hier, okay. Nichts tut so gut wie ein wenig Land. Oh, das heißt da rein. Den ein bisschen töten. Was immer ihr wünscht. Hier auf den Tischen lag auch nichts mehr oder dem Korb. Nö. Wenn ihr es wollt. Zeit auf zu schön. Je, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse. Sprecht frei heraus. Seite. Schon erledigt. Die Pflicht, so sei es denn. So, wieder dasselbe Spielchen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Bewaffnet, Verstand geschärft. Ja. Bereit, loszuschlagen. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte. Ich warte auf euren Befehl. Bo sagt, ja bitte. Okay, okay. Was kann ich tun? So, sie kann doch verschwimmen, genau. Gut.
Ja. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Manus Potentes. Ja. So, das. Ah, ne, der kommt als letztes. Du hast den schon zweimal gesprochen. Furchtbar. Nur guck es aus.